darum, zu sagen, okay, wer richtig fragt, ist klar ein Vorteil. Wir wollen euch mitnehmen auf eine zeitliche Reise über die Erfolge und Misserfolge des Grandmaster Teams. Das war eine zeitliche Reise zwischen 2013 über vier verschiedene Zeitslots, sage ich einfach mal, bis zum Oktober 2014, also bis zum heutigen Tag. Der Vortrag heißt, wer richtig fragt, ist klar ein Vorteil. Und die Fragen haben sich in der Zeit einfach verändert und wir haben gelernt, indem wir richtige Fragen stellen, fangen wir an, anders zu reflektieren und unseren Job auch anders zu betrachten. Und agile Transition ist ja auch immer so ein Thema. Und genau das ist natürlich auch ein Wunsch von uns, irgendwie ein richtig agiles Unternehmen hinzubekommen, anstatt nur eine agile IT-Produktkooperation. Das ist auch die erste Frage. How werden wir ein agiles Unternehmen, anstatt nur eine agile IT-Produktkooperation zu nehmen? Die Frage haben wir uns 2013 gestellt. Ich habe das so ein bisschen in Metaphern gekippt, und zwar, ich nenne das einfach mal ein Waldzüchten. Ne? Wir sind so Gärtner mit einer Gießkanne. Und am ersten Tag in 2013 hatten wir einen Samenkorn. Ich muss dazu sagen, dass wir agil schon seit 2000, überlegen, seit 6 Jahren machen. So, ne? Weil ich mir das heute nicht so meine Stärke, obwohl ich da wurscht. So, also wir hatten einen Samenkorn und haben gedacht, so, wir züchten den Wald. Was heißt das? Das heißt letztendlich, Produkt und IT ist bei uns schon eine Big Love. Wir wollen aber noch andere Leute mit an Bord holen, um ein agiles Unternehmen zu haben. Das heißt, es ist Sales, Marketing, Customer Care, UX ist schon ziemlich nah dran am Produkt und das ist auch zum Teil Management. Ne? Das kennen wahrscheinlich auch eine ganze Menge von euch, dass sie agil von unten nach oben treiben und dass man irgendwann an eine Decke stößt und nicht weiterkommt und man eigentlich diese Entscheider auch braucht, um agil das gesamte Unternehmen zu treiben. So, das war so unsere Idee. Das heißt, wenn man das verbildlicht, wir sind in Produkt und IT schon sehr stark vertreten. Wenn das das gesamte Unternehmen ist, wir wollen raus, und zwar alle auf einmal. Das war der große Hebel. So, geile Idee, dann machen wir das. Ja, irgendwie haben wir alle mal studiert und haben mal was gehört von Marketing, super. Wir setzen selbst Marketingkonzepte auf. Haben dann in unserem stillen Kämmerlein gesessen und uns schön immer um uns selbst gedreht und uns überlegt, wie kriegen wir agil hin, weil agil ist auch super und wir sind voll geil und wir wollen jetzt alle so arbeiten, weil wir glauben, das ist das Maß aller Dinge. So. Ist ja wohl ganz, ne? Aber gut, manchmal zeichnet uns auch das aus. So, was haben wir gemacht? Ja, zum Beispiel, das hat hier überhaupt keine hierarchische Bedeutung oder so, das ist einfach so ein Brainstorming von verschiedenen Dingen, die wir probiert haben. Kleiner Hinweis, wenn ihr mich hinten schlecht hört oder was nicht mitbekommt oder schlecht lesen könnt, gebt mir ruhig ein Handzeichen und wiederhole ich das einfach nochmal. Ja? Okay, wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir haben gesagt, wir machen ein Portfolio-Overview-Board, weil irgendwer mal gelesen hat, Portfolio kann man super. So, dann haben wir gesagt, Scrum Master passt ja gar nicht mehr. Wir sind, ich glaube, wir sind agile Coaches oder Agile Consultants, wenn man hier Diskussion los. Was ist denn eigentlich Coaching? Ich will jetzt nicht mehr darauf eingehen. Ich bin Wirtschaftspsychologin und deswegen habe ich auf diesen Teil nochmal einen ganz anderen Blick. Ich bin mit dem Namen Agile Coach überhaupt nicht happy. Ja, aber wenn das so ist und das so angenommen wird, mein Gott, dann gebe ich damit auch. So, dann kam man auf die glorreiche Idee, ein dediziertes Netzwerk einzusetzen, also nicht sowas wie ein Transition Team, sondern Transition Person, die irgendwie wie wild das Unternehmen rennen und jetzt erzählt, hey, agil, das war geil. So, musst du machen. Ja? So, ja, habe ich schon mal gehört, das macht ja eine IT, ne? So. Dann kam sowas wie Open Door, haben wir auch gehört, super. Ja, machen wir die Tür auf. So, dann, wir wollen ja schließlich alle erreichen, ne? Was machen wir denn? Newsletter werden. Weil, können wir beim großen Verteiler schicken, super. So, dann ging es weiter mit Trainings, Retros, Workshops für alle, weil haben wir ja auch heute schon mal gehört,
sag mal, Retro ist so das wichtigste Meeting fiel heute schon mal. Ja, ich finde es auch eines der wichtigsten. Agiles Training, man muss ja wissen, was man da so tut und müssen wir den ja irgendwie reinklöppeln, was daran gut ist. Das kriegen wir hier in Workshops. Naja, miteinander kommunizieren, alle frühzeitig abholen, das müssen ja auch alle irgendwann mal und Moderation im Generellen hilfreich macht Meetings effizienter. So, das war unser Marketingkonzept im Kurzform. Nehmen wir mal so einen Brand und Stift. Ich habe erzählt, von Erfolgen und Misserfolgen. Portfolio-Overview-Board möchte ich mal so durchstreichen. Das haben einige wenige benutzt. Vielen war, Rami freut sich, schön, dass du hier bist. Ich kann mich erinnern, das ist eingeführt worden, als ich angefangen habe, bei Immobilien Scout zu arbeiten. Und selbst ich habe es nicht verstanden. Er ist schön, er hat irgendwie ein Plugin gebaut und das hat irgendwie was mit Jira zu tun und das zeigt unsere ganzen Epics, die im Progress sind, ja, so ein bisschen viel auf einmal. Da hatte ich dann schon ein bisschen mehr verstanden. Gedanke war, das auch mit in so Planungsmeetings zu nehmen, bei uns habe ich das noch oder wird gerade abgeschafft, ein SPC, Strategic Product Council. Wer kann damit nichts anfangen? Okay, das ist, wie oft machen wir das, Armin? Zweimal im Jahr? Setzen sich dann alle Produktverantwortlichen hin, also am besten die, die ziemlich weit oben sind, und entscheiden, was ist die Roadmap für eben das halbe Jahr. Lässt uns nicht so richtig flexibel arbeiten und lässt uns auch nicht so, ich übertreibe es mit Absicht, ja, um es zu verdeutlichen. So, und Gedanke war, mach doch transparent, also das, was ja so ein Scrum Master irgendwie auch machen soll, mach mal transparent, was da läuft. So. Ja, interessant wissen, wir wollen ja auch alles einfach gleich sehen. Ja gut, also von einigen benutzt. Neuer Name, kann ich gleich durchstreichen, haben wir uns entschieden, machen wir nicht. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, irgendwann, ja, uns in uns selber zu treten und zu überlegen, welchen Namen haben wir denn und was ist denn jetzt noch effektiver in der Außenwirkung. Brauchen wir eigentlich gar nicht, weil eigentlich, ist scheißegal, wie wir heißen, wir werden als Hilfestellung schon auf unseren Teams auch akzeptiert. Und da ist Scrum Master synonym für der oder diejenige hilft uns bei der Strukturierung und Organisation unserer täglichen Arbeit und dem, was darüber hinausgeht. Ja? Netzwerker, haben wir auch überlegt, ja, kann er ja machen. Ja? Dann müssen wir einen aus dem Team abziehen, das wäre jetzt auch nicht sinnvoll. Und was macht er denn? Dann rennt er durch die Gegend, trinkt Kaffee, geht lunchen und erzählt, wie toll agil ist. So, und dann hat er vielleicht Samen hingeschmissen, wenn aber von den Leuten, die dort sitzen, nicht gegossen wird, passiert da gar nichts. Also das ist ein Streuen von vielen und passiert eben nicht so viel. Open Door ist schön, wenn man es aufmacht, wenn aber keiner reingeht. Kann gleich schreiben, ne? Newsletter. Wer von euch liest Newsletter? Danke. So. Trainings, Retros, Workshops, da kann ich das für alle mal durchstreichen. Wir haben damit gute Erfahrung gemacht. Die Nachfrage ist relativ groß gewesen, auch schon dafür, vor allem für die Workshops. Ja? Retros, da sage ich gleich noch was dazu in der Entwicklung, weil das so ein bisschen ein fließender Übergang hier ist. Und Trainings, wir haben halt festgestellt, wenn wir rausgehen und sagen, ich trainiere dich in Agil. Ja, okay. Ich keine Zeit für. So, also das heißt, wir haben da nicht besonders in die Richtung kommuniziert, zu sagen, was haben die denn eigentlich für Probleme und wo sind wir denn Problemlöser, um ein bisschen mehr Commitment in das ganze Gespräch zu bringen. Ja? Wir waren halt auf dem Trip, wir wollen agil, weil wir wollen das. So, was haben wir gelernt? Große Hebel funktionieren für uns hier nicht. But es haben sich trotzdem kleine Fenster durchgeführt. Das Scrum Master Team wandert eine Iteration weiter, sieht, dass wir hier kleine Fenster haben und wir haben entschieden, ins Gewächshaus zu packen. Denn wir haben uns gefragt, what the hell ist eigentlich unser Job? Hat schon mal angerissen vorhin?
ganz global um die Teams kümmern. Ne? Mein Job ist nah am Team. So, dann war sowas wie Transparenz schaffen und Kommunikation fördern. Impediments aus dem Weg holen. Was auch immer das bedeutet. Ne? So. Und den PO unterstützen. Was auch immer das bedeutet. So. Nichtsdestotrotz, wir haben uns einfach mal darauf besinnt, was ist eigentlich der Kern unserer Tätigkeit hier? Was wird von uns erwartet? Und haben dann festgestellt, okay, eigentlich sind wir da und da wird von uns erwartet zu arbeiten. Wir haben die Freiheit, weiter ins Unternehmen zu wirken, weil der Chef unserer IT das so unterstützt. Ja, und ihr könnt auch sagen, hier, pass mal auf, Adcon ist hier, euer Wirkungskreis ist hier, los geht's. Der hat wohl verstanden und treibt es auch sehr stark mit, dass die Umwelt hier ja natürlich auch einen Einfluss drauf hat. Und das ist auch die Legitimation von uns zu sagen, okay, wir bieten unseren Service, wenn man so will, auch woanders an. So, dann haben wir gesagt, okay, das hier ist unser Wirkungskreis und wir haben ja schon in nahe Bereiche Kontakte oder hatten schon mal auch, also nicht nur irgendwie, wir haben mal zusammen einen geraucht oder sowas, sondern schon auch, wir hatten irgendein Incident und da gab es eben Kontakt zum Beispiel zu Sales oder Customer Care, weil da ist was schiefgelaufen, Kunde ruft dort an. In dem einen blöden Fall hat Head of Sales den Kunden, der das größte Problem hatte, auch noch persönlich am Flughafen getroffen. So, die war mit an Bord. Dann dachte ich, in meiner Naivität, ja, Retrosuale lade ich mal ein, herzlich willkommen, schicke deine Einladung, abgelehnt. Denke so, wieso kommt denn die nicht zur Retro, die weiß doch, dass das wichtig ist. Das Konzept der Retro ist aber da bekannt, nicht da. So, da hatte ich dann schon mal irgendwie, also ich persönlich in dem Fall, einen Eintritt in Richtung einer Kooperation mit Sales. In dem konkreten Fall sagte sie, ja, also ich habe mit ihr telefoniert, habe ihr das per E-Mail auch nochmal erklärt, was denn Ziel des Ganzen ist, weil sie natürlich auch zurückschreckte, 90 Minuten, und wenn man das will, also die Zeit habe ich überhaupt nicht. Ja, das kann ich viel effektiver und effizienter einsetzen. Ja, wäre schön, wenn du trotzdem kommst. Irgendwie habe ich sie dazu überzeugt bekommen, saß an den Tisch. Schön, dass du dir die 90 Minuten nimmst. Nö. Wenn ich feststelle, dass es nichts geht, wieder. Sie blieb 90 Minuten plus weitere 30 Minuten, weil ihr das gefallen hat, weil sie sagte, das, was wir dort erarbeitet haben, ist so sinnvoll, dass uns das an anderer Stelle sehr, sehr viel Zeit spart. So, letztendlich habe ich ein Problem, wo sie ganz klar mit am Start war, ja, was sie gefühlt hat, wo sie Stress hatte mit dem Kunden, habe ich mit ihr gemeinsam an der Wurzel gepackt und wir haben geguckt, was ist denn in diesem gesamten Fluss fürs Unternehmen da gerade hinderlich und wo müssen wir mehr zusammenarbeiten. Das war ein Einstieg, zum Beispiel, mit Sales zusammenzuarbeiten. Ja. So haben wir eben auch andere Dinge identifiziert, und das sind nur Beispiele, ne? Im Marketing, im Customer Care und auch in anderen Bereichen, auch vor allem in Richtung Management. So, ich habe euch ja von einem konkreten Beispiel erzählt, also wir kommen jetzt zum, warum haben wir das eigentlich gemacht? Es gibt eine Initiative, die nennt sich Excellence for Customers. Das ist eine Initiative, die ist aus der IT getrieben. Wir haben ein paar Kandidaten hier heute. Und da sind sukzessive über die Zeit immer mehr Leute an Bord gekommen, weil die letztendlich auch gesagt haben, hey Goyle, endlich packt es mal einer an. Und da haben wir mal einen gemeinsamen Ort, wo wir Dinge gemeinsam vorantreiben können. Und das ist keine Initiative, die durch die Scrum Master reingetrieben wird, sondern das ist was, was wir uns gesamt als IT irgendwie auf die Fahnen schreiben können. So, dann haben wir Strategie-Workshops für und mit Management gemacht. Was heißt das? Wir waren nicht nur Facilitator, sondern von uns waren Leute mit zu diesem Strategie-Workshop für 2014 eingeladen. Das waren jetzt nicht irgendwie nach Nase ausgewählt, sondern es hieß halt, so und so viele Leute wären schön, wenn sie da mitmachen würden. Dann haben wir im Team geguckt, wer hat da Lust und wer hat Zeit, für wen passt das ganz gut, wer macht da mit. Das heißt, wir gestalten da auf einer ganz anderen Ebene jetzt mit und sind partnerschaftlich unterwegs. So, dann haben wir Discovery-Workshops gemacht. Das hatte ich hier auch schon mal erwähnt. Es wurde immer mehr. Ja? Dann hat letztes Jahr
Der Frank, mein jetziger Chef, darf ich hier was über den Happiness-Index erzählen? Nein? So, den Happiness-Index, wer kennt das Konstrukt des Happiness-Index nicht? Gut, also das ist letztendlich irgendwie ein ganz simples Fragensheet. Das heißt, es wird gefragt, wie happy fühlst du dich gerade im Team, wie happy fühlst du dich in der Firma. Das ist dann so eine Skala, die man anklicken kann. Das ist erweitert worden um was genau, konkret, also wo man frei antworten kann, macht dich gerade happy und was macht dich unhappy. Und ich glaube, irgendwann wurde erweitert, was kannst du verändern oder so. Also das ist so ein ganz einfaches Setup gewesen, mit dem der Frank da gearbeitet hat und auf dem wir auch eine ganze Menge Sachen ziehen konnten, weil wir nämlich nicht auf die jährliche Umfrage gewartet haben, sondern da in kurzen Abständen, kurzen Iterationen, ne? Ergebnisse rausgezogen haben. Und da hat dann Sales irgendwann angefragt und wollte eben auch mitmachen. So, dann hat eBay Marketing Kanban eingeführt. Die kamen irgendwann auf uns zu und haben gesagt, Mensch, wir hätten gerne ein bisschen mehr, ich glaube, Transparenz war das eine Ziel. Und das andere weiß ich nicht mehr. Es gab zwei Ziele, die wir vereinbart haben und wir haben dann eben angefangen, ein Kanban-Board aufzusetzen und hatten eine Weile Unterstützung und die machen es mit Kanban. Und sind da happy mit. So, von der Incident-Retro habe ich gerade erzählt. Und es gab noch eine eigentlich ganz schöne Wandlung. Es gab eine Zusammenlegung. Ich habe hier irgendwie erzählt, Misserfolge und Erfolge des Scrum Master Teams. Wir sind nicht nur Scrum Master, sondern wir sind mit den Projektmanagern jetzt gemeinsam das Agile Project Management. Auch dort haben wir am Anfang aus Scrum Master Sicht wahrscheinlich sehr arrogant reagiert, sowas, ne? Irgendwie, Projektmanagement ist scheiße, ihr ist toll, ihr seid nett, aber ihr macht das Falsche, wir müssen euch bekehren. Ja, und das waren so die Anfänge. Also es war auch viele in diesem Kickoff, wo wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, immer die Frage, warum sollen wir zusammenarbeiten? Es gibt keine Schnittmengen. Die gibt es aber sehr wohl doch. Wir helfen, Dinge zu organisieren, ja? Und zu strukturieren. Projekte, Teams, Abteilungen, übergeordnete Projekte und so weiter. Das ist unser gemeinsamer Nenner. Dazu kommt, dass wir natürlich in einem agilen Unternehmen, wo ja, vorhin wurde über Hybrid gesprochen, wo Dinge noch nicht ganz durchgängig agil sind, wo man mit den Projekten arbeitet, ist natürlich auch hilfreich, ist, wenn man als Scrum Master, ja, als agiler Junior, irgendwie ein bisschen versteht, was macht denn Projektmanagement eigentlich und sich dann auch überlegt, es gibt nicht das eine oder das andere, sondern es ist ja die Frage der Sinnhaftigkeit des Moments, der Umgebung, der Situation und so weiter, was man macht, was sinnvoller ist. Und auch umgekehrt von den Projektmanagern bestimmte Elemente auch in die Projekte einzuführen. Also nicht dieses Lessons learned am Ende des Projektes zu machen und das dann in der Schublade wandert und man sagt, der ist schön zu drüber gesprochen, sondern eben auch zu sagen, Retros oder lass uns doch einmal öfter zum Abstimmen treffen. Also dann machen wir halt kein Monthly, sondern Weekly. So, auch das hat sich da aneinander angenähert. Und was auch erfolgt ist, ist, dass die Projektmanager mit den externen Dienstleistern, mit denen sie zum Teil auch arbeiten, agile Verträge machen. Ja. So, was haben wir gelernt? Geduld haben, Dinge zu ertragen, die wir nicht ändern können. Die Kraft haben, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Und die Weisheit täglich erfahren, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das heißt, auf gut Deutsch, klein hebt sein Logo. Mundpropaganda funktioniert, wenn man seinen Job macht. Und die Nachfrage nach unseren Services ist unglaublich gestiegen. Weiterreisen. Wir können Erfolge verzeichnen und aus unseren kleinen Setzlingen im Gewächshaus können wir nun einen Baum schon pflanzen. So, die Frage, die wir uns da gestellt haben, how gehen wir nun mit der Flut von Anfragen um? Was haben wir gemacht und warum haben wir das gemacht? Wir haben ein Dienstleistungsportfolio einfach mal. Es war ja da, ne? Ich habe ja hier auch ein bisschen was erzählt. Wir haben das jetzt einfach und haben auch in der Firma eine Art Selbstverständnis unseres Dienstleistungsportfolios. Da scheut sich kaum noch jemand. Es gibt immer noch Leute, die sehr weit weg davon sind.
weil sie noch nicht so viel Berührung mit uns hatten, aber es wird immer besser. Es scheuen sich kaum noch Leute zu sagen, ich hätte gerne einen Workshop. Das ist eine Art und Weise, also als Selbstverständlichkeit, uns zu fragen, können wir uns das moderieren. So, entsprechend setzen wir auch Sachen um oder, weil wir einfach so oft angefragt werden, beraten wir. Das hat ja auch noch einen anderen Grund. Es ist ja nicht so, dass wir dorthin gehen wollen, um uns selbst zu beweihräuchern und zu sagen, ja, ich habe schon mehr Workshop gemacht, sondern wir wollen es ja auch durch die Organisation tragen. Und wir beraten auch, weil wir eine Selbstorganisation und Selbstständigkeit der einzelnen Leute erlangen wollen. Das heißt, es geht nicht darum, dass nur wir die Workshops moderieren, sondern dass wir das für eine sinnvolle Geschichte halten und damit sehr gute Erfahrungen im Gesamten der Firma gemacht haben und dann Leute dazu enablen, das selbst zu machen. Wir helfen dann bei der Überlegung, welche Methode ist sinnvoll, welche Agenda ist sinnvoll, wie gehen wir da vor, helfen vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Zeichenkurs und damit helfen wir letztendlich dem gesamten Unternehmen auch da voranzukommen, gute Produkte auf den Markt zu bringen. Genau, das habe ich gerade gesagt, effiziente Entwicklung von Produkten für den Kunden. Dann wollen wir natürlich eine lernende Organisation haben, ja, wo wir täglich dazulernen, um uns zu verbessern und dann die agilen Werte und das agile Manifest als gelebte Organisationskultur zu haben. Es geht ja nicht darum, Scrum oder andere agile Methoden einzuführen, um eine Methodik zu haben, mit der man arbeitet, sondern da hängt ja ganz viel Mindset, ganz viel Einstellung dahinter, die sowas am Leben erhält. So, how genau? Wir haben agiles Training gemacht. Wir haben für alle Teams, bis hin zum Management, was die IT betrifft, einen Agile Refresher gemacht. Wir werden regelmäßig und ständig gefragt, kannst du noch mal was über Scrum erzählen? Kannst du mal was über Kanban erzählen? So dass wir zum Teil Leute zusammensetzen und sagen, Mensch, da sammeln sich zwei, drei Leute, kommt zusammen und dann erzählen wir ein bisschen was dafür und gucken, was für euch vielleicht hilfreich ist. So. Dann habe ich das schon erzählt, wir konzipieren und facilitieren Workshops, wir bereiten Dinge vor. Dann haben wir zum Beispiel auch ein Value Stream Mapping zu Kundenmeldungen gemacht. Wir haben festgestellt, wenn so ein Bug reinfliegt über eine Kundenmeldung, was natürlich nicht wünschenswert ist, haben wir aber durchaus auch, dann sind wir relativ schnell im Bugfix, wenn das in dem Team landet, wo es hin soll. Da sind wir ziemlich optimiert. Es war aber ein bisschen fraglich, wo durchs Unternehmen wandert denn so ein Ding? Wir haben festgestellt, es gibt tausend und einen Weg, wie solche Dinge dort landen. Und haben dann da wieder Erkenntnisse mitgenommen, die in dieser Initiative gemündet sind. Also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie tausend Themen aufmachen und wieder nicht bearbeiten, sondern wenn wir etwas feststellen, was schon da ist, geben wir es damit hin. So, dann haben wir mal was ganz Verrücktes gemacht, ein Corporate Voice Workshop mit Customer Care und Sales Care. Das ist etwas, was völlig losgelöst von der IT und von Produkt ist. Da haben wir uns einfach gefragt und waren total begeistert. Das geht darum, dass wenn, also ich habe den selber gemacht, ich hätte jetzt mehr dazu erzählen können. Es ging darum, dass bestimmte Verhaltens- und bestimmte Worte, also Verhaltensweisen, bestimmte Worte gewählt werden, um mit Kunden Anfragen umzugehen, also so eine Art gemeinsame Sprache entwickeln. Ja. So, wir sind natürlich keine Experten für die gemeinsame Sprache. Was den inhaltlichen Content anbelangt, gab es etwas. Ich frage nur, wie trainieren wir dann sowas? Und das haben wir mit denen zusammen gemacht. So. Dann haben wir ein Training, was im Seminarkatalog für die gesamte Organisation landen wird. Das nennt sich Organisation von Teams und Projekten. Wir hatten schon in dieser Zeit mal den Gedanken, ein Training in den Seminarkatalog zu schießen. Es gab mehrere Ansätze, da können wir mal drüber reden. Zu diesem Zeitpunkt war das eine geile Idee, endlich. Es ist nicht so, dass wir dort Scrum oder Kanban schulen, sondern einzelne Elemente aus Projektmanagement, aus Scrum, aus Kanban und aus vielen weiteren Bereichen, wo man sagen kann, okay, in eurer alltäglichen Arbeit kann das vielleicht hilfreich sein. Nehmt euch das raus, also lernt, was es gibt,
Nehmt euch das mit, was euch für eure Situation hilfreich ist. Und da selber etwas zu entdecken. Das war, hat bis jetzt noch nicht stattgefunden, aber alleine, dass es auf freudige Ohren gestoßen ist, dass es ein Probeteam gibt, was da hat ja und auch Leute aus verschiedenen Bereichen, die das entscheiden, gesagt haben, ja geil, ich bin erster Teilnehmer, zeigt uns schon, dass da sich einfach ein bisschen was bewegt hat. Und hinter allem steckt bei uns vermehrt der systemische Gedanke, zu sagen, okay, es ist nicht nur dieses eine kleine Team, also dieses kümmere dich um dein Team, sondern es gibt ganz viele Wechselwirkungen mit anderen Bereichen, die drumherum sind, auch untereinander von den Teams. Ja, also zwei Teams miteinander, drei Teams miteinander. So, und was dann auch noch dazu gekommen ist, ist individuelles Coaching. Dass Leute zu uns kamen, zum Beispiel Entwickler, die gesagt haben, hey, ich habe das ein Thema, würde ich mal gerne mit jemandem drüber sprechen. Das kam eben auch dazu. Und ganz klar, Mediation. Ganz normal in unserem Team, sondern wenn dann ein Team von mir irgendwie Themen hat, dann sagen die Mensch, Christian, kannst du mal kommen, wir werden uns da nicht einig oder so. Aber es ist auch so, dass die Teams, die eben außerhalb dessen arbeiten, auch vermehrt auf uns zukommen. So, was haben wir gelernt? Wir können Dinge beeinflussen. Wir können aber auch nicht alles gleichzeitig machen. Wir wandern weiter in den Zeitabschnitt, der bis heute geht. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie geht es nun weiter? Status quo ist, dieses Bild hier, das zu nutzen, hat sich verändert. Der Kreis hat sich wieder einmal erweitert, zum Teil ist es noch eine Stufe weiter gegangen und wir sind auch zum Teil zuerst nach oben angestoßen. Was haben wir erreicht? Wir haben in den Teams und in den, auch in den anderen Bereichen ganz viel Vertrauen erreicht. Sonst würden sie uns da nicht ansprechen. Was machen wir mit dem Vertrauen? Ja? Es ist ja nicht nur, dass wir irgendwie sagen, wir wollen Vertrauen, das ist gut, sicherlich tut es auch gut, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass wir mit dem, was, wo wir überzeugt sind, dass die agilen Werte, dass das ganze agile Arbeiten einen Sinn macht, und uns allen helfen kann und auch der Firma helfen kann, in so, einer schnelllebigen Umgebung, dass wir da weiterkommen. Und dass wir, auch wenn wir mit den Randbereichen sprechen und darüber sprechen, dass das Backlog voll ist und dass es umpriorisiert werden muss und so weiter, dass das keine leeren Worte mehr sind, sondern dass es auch ein näheres Zusammenwirken, ein besseres Verständnis gibt. Aufgrund des Grundvertrauens und aufgrund des besseren Verständnisses von agil. Es gibt sicherlich immer noch eine ganze Menge Bereiche und eine ganze Menge Einzelpersonen auch, die das nicht bis in die Tiefe durchdrungen haben. Aber die Tür ist offen. So. Wir werden gefragt und rennen nicht mehr hinterher. Das ist auch etwas, was wir jetzt haben, wo wir eben auch mit dieser anspruchsvollen Anfrage umgehen müssen. Da, wo wir auch mal lernen müssen, Nein zu sagen. Gerade wird es ja. Aber das war also vielleicht im März 2013, ich kann es jetzt auf den Tag nicht mehr genau sagen, da haben wir da gestanden und wollten und konnten nicht und haben den Hufen geschart, ja, und jetzt sagen wir, Scheiße, was ist passiert? Ja, und auch da müssen wir lernen, damit umzugehen. Darüber hinaus gestalten wir den Change mit und setzen ihn um. Was heißt das? Wir sind Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, seit Anfang dieses Jahres nicht mehr 100% mit Telekom-Tochter. Wir sind noch zu 30% Telekom und wir sind zu 70% anderen Eignern. Daraus resultierte, dass wir uns gerade zum Teil umstrukturieren. Ja? Und wir haben einen neuen CEO unter anderem bekommen, der aus Australien kommt, der dort schon sehr agil gearbeitet hat. Und wir sitzen in dieser agilen Transition mit drin. Das fragt uns, was glaubt ihr, was macht Sinn? Wie würdet ihr das umsetzen? Es ist selbstverständlich eine Unternehmensberatung im Haus dazu, aber die sind nicht alleine unterwegs, sondern die sind dort gleichberechtigt mit an Bord. Und das ist uns wahnsinnig viel wert. So, wo führt der Weg hin? Wissen wir nicht.
hat vielleicht nächstes Jahr mehr zu erzählen. Ja, Fazit für uns ist, nicht nur das Große und Ganze sofort angehen, kleine Schritte helfen manchmal. Iterationen aus dem Kleinen raus sind oft effektiver. Schuster bleibt bei deinen Leisten, hilft dann manchmal, sich ein bisschen zurückzuholen. Und vertrau dir selbst und vertrau dir auch anderen. Konnte man das von hinten irgendwie sehen? Ingo? Gibt es Fragen? Sollen wir noch irgendwas vorlesen? Gibt es Fragen generell? André? Ich hätte jetzt in den Videos auch noch vor. Ich glaube, das wäre interessant. Gerne. Ich könnte mal noch Wahrnehmung machen. Ja, mache ich dann auch gerne wieder mit Ihnen zusammen. Ich bin echt traurig, dass sie nicht mit hier ist, weil wir da ganz viel Herzblut reingesteckt haben und letztendlich bei der Vorbereitung dessen, was wir euch eigentlich erzählen wollten, uns noch selber nochmal so knapp anderthalb Jahren vor Augen geführt haben, was ist da eigentlich abgelaufen und waren hinterher so stolz und so voller Freude, das irgendwie auch mitteilen zu können. Ja. Bitte. Weil ihr nicht am Anfang dabei, weil ihr beiden seit das Scrum-Master-Team oder gibt es noch weitere? Nee, es gibt noch ein paar mehr. Wir haben, jetzt muss ich selber reden, wir haben 3 Projektmanager und um die 10 Scrum-Master, wovon gerade 3 in Elternzeit sind. Plus minus, also wir sind so um die 12. Ne? Zahlen uns nicht schon mal. Okay. Reiche Fragen. Was hat denn den Dreh geschaffen von der, wir drehen uns um uns selber und beißen uns dabei wie die Katze in den Schwanz, zu der offeneren Form, wie sie jetzt lebt? Was war der Auslöser dafür? Also ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, aber so wie ich unser Team kenne, würde ich sagen, hat einfach mal auf den Tisch gehauen und gesagt, sag mal, merkt ihr das? Was da? Sind Sie bescheuert? Und es gab einen Kollegen, der auch zwischendurch nochmal gesagt hat, ja, besinnt euch auf das, was ihr eigentlich machen sollt. Ihr sollt bei den Teams sein. Ja, und das hat das Ganze, hat sich gegenseitig bedingt, sodass sich das so entwickelt hat, denke ich. Weitere Fragen? Armin? Glaubst du, dass die Teacher Power Scrum Master brauchen? Ich glaube, das hängt stark davon ab, wie stark sich die Umgebung ändert. Also ich kann von meiner jetzigen Erfahrung sagen, dass die Teams, die ich gerade betreue, die stormen unglaublich stark gerade. Und ich würde sie in so einer Phase nicht verlassen. Dadurch, dass aber jede Änderung, und sei es nur der Austausch von einem Teammitglied, meinetwegen da hat sich entschieden, einer zu gehen und kommt jemand Neues, wieder ein neues Storming hervorruft. Und sicherlich gehen solche Prozesse, oder nicht sicherlich, sondern solche Prozesse können schneller gehen, wenn weniger Leute ausgetauscht werden. Das hebt sie aber nicht auf. Und ich glaube, um einem Team den Fokus auf die eigentliche Arbeit geben zu können, ist es gut, wenn jemand da in der Zeit unterstützt. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Team stabil bleibt und die Umgebung stabil bleibt und wenn ein Product Owner seinen Job gut versteht und eben auch die Leute, die drumherum arbeiten und es nicht so viele Einwirkungen von außen gibt, also wenn eine Unternehmung völlig durchagilisiert ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man dann nur noch partiell in die Teams reingeht, zum Beispiel um eine Retro zu moderieren, damit die Leute, die dort im Team sind, sich darauf fokussieren können oder mal reinschneiden und sagt, Mensch, ihr Daily und so weiter. Ich habe es aber erlebt, dass in Teams, die noch nicht sehr gut gesettelt sind in ihrer Aufsetzung, Dailies zum Beispiel anders und weniger effizient laufen, allein schon die Dailies, wenn Scrum Master nicht dabei ist. Dann mache ich doch die Anwesenheit. Ja? Aber naja, dann warten sie gleich mal. Komm mal selbst. So, ne? Diese Ehrgeiz irgendwie, das gut hinzukriegen und dann auch zu zeigen. André? Wenn du sagst, dass ich gerade vor den Storming-Phasen sollte man da auch helfen und betreuen, dass allerdings man das Scrum Master aber nicht täglich so im Team, wenn ich so, dass dieses Team überhaupt so das Scrum Master nicht vertrauen hat, also um sich dann helfen zu lassen, weil man auf der Seite jemand ist, der so als Dienstleister mal für eine Richtung oder so kämpft. Also ich glaube schon, dass der Scrum Master bei sowas schon Teil des Teams sein sollte und dann auch die Möglichkeit haben sollte, sich da hauptsächlich mit zu beschäftigen und an dem Team sehr nah dran zu sein.
ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube, es ist sehr stark personenabhängig. Also du lernst jemanden kennen und du entscheidest in den ersten Sekunden irgendwie, Und genauso ist es wahrscheinlich auch mit einem Scrum Master und so ist es auch in einem Team mit einem Scrum Master. Sie werden relativ schnell wissen, vertraue ich dem oder vertraue ich dem nicht. Ist das jemand, der vielleicht auf das Menschliche eher eingehen kann oder braucht man das auch vielleicht gar nicht? Man braucht jemanden, der vielleicht auch technisch bestimmte Dinge besser moderieren kann. Also dauert sicherlich eine Weile. Ich habe es in meiner Erfahrung, es geht relativ schnell. Woher macht ihr zurzeit fest, welche Anfragen wir annehmen? Also wie kriegen wir die da? Ja, das ist eine gute Frage. Man könnte mal über... Was? Magic ist die. Ja, genau. Wir können natürlich unsere eigene Methoden aus dem Hut zaubern. De facto funktioniert das so, dass wir uns einmal die Woche treffen und sagen, ah, das ist reingekommen, also auch wir organisieren uns mit Jira, wir haben aufgehört zu sprinten, wir haben auch mal gesprintet und an Stocks gearbeitet, das hier waren wir Stocks übrigens und Tasks. Wir haben festgestellt, dass bei uns nicht so viel Plan machen, weil ja ständig auch was anderes reinkommt. Also, wir treffen uns einmal die Woche für eine Stunde Status-Meeting, haben wir das jetzt genannt, gucken durch, was gibt es für Anfragen, gucken, wer hat Zeit, gucken, wie dringlich ist das und sehen zu, dass wir dann mindestens in der Vorbereitung helfen und gucken auch, wer fragt denn da an, ist das jemand, der das eigentlich gut kann und sich gerne einbringen würde? Oder ist das jemand, der es gar nicht kann? Wo wir sagen, setz dich hin und wir machen. Ja, die gar nicht sehr firm sind mit dem Modellieren. Bitte. Spürt ihr denn für diese Transition oder durch diese Transition eine Veränderung im Führungsverhalten? Also ich vermute mal, ihr habt nach wie vor eine Aufbauorganisation oben drüber mit irgendwelchen Managern, die ja auch irgendwie mit diesen Agilen können müssen. Seht ihr da eine Veränderung? Also, wahrscheinlich ist da eine Veränderung, die ich dir gar nicht benennen kann. So, ich glaube aber auch, das liegt daran, dass wir einfach da gemeinsam gewachsen sind und auch das Management ja relativ agil bei uns ist. Ja, also, es ist schon so, dass man da auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, einfach unterschiedliche Schwerpunkte hat. Ja, aber mit den meisten funktioniert das sehr gut. Es gibt auch noch einige und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die da nicht sehr nah dran sind, die dann eher eben den Scrum Master beim Team sehen und dann sich wundern, wieso wir immer mehr Kaffee trinken gehen, außer um das Kaffee trinken zu will. Ja, zu sagen, ey, mir sind da Dinge im Team aufgefallen, die sind vielleicht auch für dich als Teamlead oder als Head PO oder sowas, vielleicht ist das für dich relevant und wichtig, denn ich sehe da Dinge, die nicht gut laufen. Also das sind ja auch dann Impediments letztendlich, nicht die Person an sich, sondern das Verhältnis dort. Und da gibt es auch Unterschiede. Weitere Fragen? Der Wert, den ihr als Scrum Master schafft, ist ja doch vielleicht erstens weniger greifbar als der, den jetzt so ein Entwickler oder Product Owner schafft. Ihr seid ja doch ziemlich viele. Sind denn eure Existenzberechtigung da auch in Frage gestellt, auch im Management? Ich sag mal, nicht mehr. Es gibt schon Bereiche, die sehr weit weg von uns sind. Wir sagen, ja, was machen die da eigentlich? Für die ist halt das ganz agile Konstrukt schon sehr schwierig zu begreifen, weil sie auch aus einer sehr klassischen Richtung kommen und auch sehr klassische Arbeit verrichten. Ja, ich will jetzt nicht zu detailliert eingehen noch. Aber für die ist es einfach ein Fragezeichen. Was machen die denn? Und warum kosten so viel Geld? Und warum sind das so viele? Und kann man da nicht einfach mal kurz reingehen, ein bisschen rumcoachen und wieder rausgehen? Das ist schon schwierig. Dadurch, dass aber die Streuung der Unterstützung größer geworden ist, sind es natürlich auch mehr Leute, die solche Gespräche durch Zufall haben und in solchen Gesprächen anders wirken. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das im Moment in Frage gestellt wird. Gut, ich bin ja noch mal hier, also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne adressieren beim Kaffee oder so. Oder bei einer Zigarette. Da freue ich mich drüber. Über Kaffee, wir haben nicht Pause, aber ich glaube, 5 Minuten zum Kaffee nachfüllen. Vielen Dank. Danke.